Dividenden sind ein emotionales Thema und genau deswegen wollen wir das heute mit Ihnen diskutieren hier bei Portfolio Live. Zunächst einmal, was sind überhaupt Dividenden? Dividenden sind Zahlungen eines Unternehmens an seine Eigentümer, insbesondere bei Aktien an die Aktionäre. Haben Sie also eine Aktie von einem Unternehmen gekauft und entscheidet sich das Unternehmen, eine Dividende auszuschütten, dann erhalten Sie von diesem Unternehmen eine Zahlung. Nun, wenn man Dividenden googelt oder Top-Dividenden googelt, dann bekomme ich knapp 2 Millionen Hits auf Google in 0,66 Sekunden. Ein heißes Thema und insbesondere derzeit zur Phase niedriger Zinsen wird die Werbung gemacht, Dividenden seien sozusagen die Zinsen des Aktionärs. Anstatt mein Geld anzulegen, bekomme ich jetzt von dem Unternehmen, in das ich investiere, meine Zinsen gezahlt. Das ist sicherlich eine Verkürzung und stimmt auch nicht ganz. Und heute wollen wir uns ganz genau anschauen, worum es sich bei Dividenden wirklich handelt. Grundsätzlich kann ein Unternehmen 5 Dinge tun, wenn es Geld verdient. Es kann das Geld in sein eigenes Geschäft reinvestieren, zum Beispiel um organisch zu wachsen. Es kann ein anderes Unternehmen kaufen mit dem Geld, um nicht organisch zu wachsen. Es kann, wenn es Schulden hat, Schulden zurückzahlen und so die Eigenkapitalquote erhöhen. Es kann Dividenden auszahlen, davon sprechen wir heute, und es kann auch noch etwas anderes machen, nämlich eigene Aktien zurückkaufen. Mehr Möglichkeiten gibt es für einen Unternehmer nicht, mit seinem Geld etwas anzufangen. Von daher sind Dividenden nur eine von 5 Möglichkeiten, mit Gewinn umzugehen. Historisch waren Dividenden ein gutes Signal dafür, ob ein Unternehmen erfolgreich ist, an Gewinne macht, denn nur dann konnte es Dividenden ausschütten. Es gibt jede Menge Analysen und auch wissenschaftliche Papiere dazu. Die Frage ist, ist das heute immer noch so? Wenn man genauer hinschaut, dann stellt man fest, dass ab Anfang der 80er Jahre bis Ende der 90er Jahre sich etwas verändert hat. Nämlich, dass Dividendenausschüttungen zugunsten von Aktienrückkäufen zurückgegangen sind. Beim Aktienrückkauf nimmt ein Unternehmen seine eigenen Aktien vom Markt und zahlt dafür den bisherigen Eigentümer der Aktie natürlich einen Preis. Rein theoretisch ist es dasselbe, wenn ich annehme, dass ein Unternehmen zum Marktpreis bewertet ist. Ganz praktisch aber gibt es da doch einen Unterschied. Dividenden werden eher gleichbleibend bezahlt. Natürlich werden auch diese angepasst an die Unternehmenslage und an die Gewinnlage des Unternehmens, aber eben nicht so stark wie zum Beispiel Aktienrückkäufe. Die geben dem Unternehmer mehr Freiheit, einen Zeitpunkt zu wählen, wann er glaubt, zu einem günstigen Preis sein Unternehmen zum Teil zurückkaufen zu können oder neue Aktien ausgeben zu können bei einem hohen Preis des Unternehmens. Die Frage, die man sich stellen muss, sind Dividenden immer noch ein guter Indikator für ein Unternehmen, in das es sich lohnt zu investieren? Da gibt es eine sehr interessante Analyse von Matt Faber, den wir auf dieser Show auch schon interviewt haben und auch mehrfach zitiert haben. Und der stellt fest, dass Dividende eben nicht unbedingt ein guter Indikator ist oder zumindest, dass es bessere Indikatoren gibt. Wenn man Aktien mit starke Dividendenausschüttung kauft, dann kann man in der Tat langfristig gesehen auch einen Gesamtindex schlagen. Aber noch besser ist es, laut Matt Faber, Aktien, Value-Aktien zu kaufen. Das heißt, Aktien, die derzeit unterbewertet sind. Und auch dafür gibt es genauso Indizes, wie es für Dividendenindizes gibt. Also der erste Punkt, den Faber feststellt, ist, die Dividendenstrategie ist okay, aber sie ist nicht besser als zum Beispiel eine Value-Strategie. Und das Zweite, was man feststellen muss, ist ein steuerlicher Aspekt. Dividenden unterliegen der Kapitalertragssteuer, der Abgeltungssteuer und werden damit mit 25% plus Soli plus Kirchensteuer belastet. Und zwar in dem Moment, wo sie gezahlt werden. Die werden schon abgezogen, bevor sie überhaupt auf ihrem Konto erscheinen. Wenn ich also langfristig investieren möchte und sozusagen auch meine Dividenden wieder anlegen möchte, dann habe ich hier schon relativ früh Steuerzahlungen und die gezahlten Steuern können eben nicht mehr genutzt werden, mehr Geld zu investieren. Wenn ich stattdessen ein Unternehmen habe, das eine geringe Dividende zahlt, dafür aber möglicherweise, weil es eben stärker in sein eigenes Geschäft investiert, einen besseren Kursverlauf habe,
wird diese Steuer auffällig, aber erst zu dem Zeitpunkt, an dem ich verkaufe. Und langfristig kann das einen großen Unterschied machen. Was nehme ich für mich mit? Ich achte nicht so sehr auf die Dividenden, sondern auf die Werthaltigkeit der Aktien, sprich auf Value-Aktien. Wenn ich regelmäßig Geld bräuchte, dann würde ich einfach regelmäßig kleine Stücke meines Vermögens verkaufen, anstatt automatisiert und schon besteuert das Geld einfach aufs Konto zu bekommen, wie bei Dividendenaktien. Ich hoffe, die Folge hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann geben Sie uns einen Daumen hoch. Besuchen Sie uns auch auf www.aix-capital.com. Investieren Sie einfach, aber erfolgreich, und denken Sie daran, Geld ist auch nicht alles. Bitte beachten Sie, dieses Video stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es findet keine Anlageberatung statt. Historische Wertentwicklung, soweit gezeigt, ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Trotz größter Sorgfalt können wir keine Gewähr für die Inhalte übernehmen. Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte jederzeit zu ändern. Dieses Video unterliegt ausschließlich deutschem Recht.